Wie viel Allmann steckt in Lukas Cordalis? Wie dumm ist Cosimo wirklich? Und was ist eigentlich die Mehrzahl von Opossum? Und damit Good Morning in the Morning, Dennis. Good Morning in the Morning, Renke. Wie geht es dir? Noch ganz gut. Ich bin sehr froh, bis hierher durchgehalten zu haben. Wir kommen, ich bin sogar noch recht wach, muss ich sagen. Ich glaube, das wird sich in den nächsten 14 Tagen so ein bisschen ändern. Ja. Eins nach dem anderen, wir müssen richtig anfangen. Dennis, ich muss dir auch eine Frage stellen. Ja. Wie fandest du Murmel Mania heute? Ich fand super, der Moderator ist spitze, der kann alles. Ah. Ganz toll, so ein sympathischer junger Mann, so ein sympathischer, Wahnsinn. Also Ich fand es so sympathisch, ich habe nicht zugeschaut. Ich vertraue ihm da blind. Der hat auch einfach so ein gutes Bühnenprogramm. Ja, total. Also der füllt in Köln bestimmt zweimal im Jahr irgendeine komische von diesen Längstes-Arenen. Ist Längstes nicht so ein Abführmittel? Eigentlich sollte die heutige Folge, achso, willkommen übrigens zur allerersten regulären Ausgabe der 16. Staffel unseres Einöds, Kleinods hier. Oh Gott, jetzt klappert's, sehr unprofessionell. Ich hatte mich sehr gefreut, Dennis, ich habe gesehen, okay, der Einzug beginnt irgendwie um 21.30 Uhr, okay, ist eine ganz coole Zeit, aber er endet schon 23:45, das ist ja Luxus. Ja. Das ist ja richtig, richtig cool, aber wie immer, oder das heißt wie immer, wie so häufig in den letzten Jahren stellt sich raus, stimmt gar nicht, der RTL hat es einfach verarscht. Wann haben wir aufgehört? Wann war es vorbei? Wann begann die Stunde danach? 0.28 Uhr, wenn ich mich korrekt erinnere. Ich habe die Stoppuhr laufen lassen, wir sind bei 42 Minuten, wurden überzogen. Dennis hat mir im Vorgespräch schon gesagt, er führt jetzt was ganz Neues ein, dass es zum ersten Mal gibt Top in Notch, Staffel 16. Direkt aus dem Forschungslabor. Des Dschungelcamps. Unsere, wie viele Staffel ist das, die wir hier machen? Ich weiß siebte, es gar nicht mehr. Sechste, siebte? Nein, mehr glaube ich schon, oder? Es ist die 112. Folge. Und so eine Staffel hat immer 14 Ausgaben. Das müsste dann die achte vielleicht sein? Gottes Willen. Wer kann das denn rechnen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls gibt es ab heute, gibt's was, Dennis? Den? Überziehungscounter. Wir tracken einfach knallhart, wie lange uns der RTL uns Minuten klaut vom Leben. Und es wird addiert. Es wird gnadenlos addiert und am Ende der Staffel gibt's eine Abrechnung. Und dann stellen wir uns die Frage, hat sich's gelohnt oder nicht? Genau. Und ihr könnt mitraten. Ihr könnt jetzt euren Tipp eingeben. Genau. Wird die Zahl dreistellig oder vierstellig? Nein. Ich möchte, dass hier die genauen Minutenzahlen in die Kommentare geschrieben werden. Ja, bitte. Genau. Haben wir eine Sache, die wir verlosen könnten eigentlich? Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, sage ich jetzt schon mal. Wir finden noch was. Es gibt irgendwas zu verlosen. Ihr könnt irgendwas gewinnen. Ja. Ihr könnt einfach irgendwas gewinnen. Und ihr kommentiert einfach mal bei uns im Blog dschungelpodcast.de. Genau. Ja, da könnt ihr hingehen und findet auch diese Folge. Und wenn ihr da unter der 112. Episode kommentiert, wie viele Minuten der RTL bis zum Ende der Staffel überzogen haben wird. Wie machen wir das? Wir zählen aber nur die überzogenen Minuten, dass wenn es mal 3 Minuten zu früh endet, dann wird das nicht abgezogen oder wird es abgezogen? Das ist eine wichtige technische Frage, die wir jetzt klären müssen. Es wird abgezogen. Das Schöne ist, es wird aber nie passieren. Ja, aber pass mal auf, wenn es dann doch passiert und wir wieder vergessen, das dann abzuziehen, dann könnte es problematisch werden. Und nicht, weil es irgendwelche juristischen Auseinandersetzungen gäbe, denn der Rechtsweg ist ja ausgeschlossen, das haben wir schon erwähnt. Aber einfach nur, da muss man wieder mit Leuten sprechen und sagen, tut uns leid. Ziehen wir ab oder ziehen wir nicht ab? Ich sage, wir ziehen ab, weil ich weiß, dass es nicht passieren wird. Na gut, okay, ich vertraue dir. Also, kommentiert es unter die Folge dschungelpodcast.de. Und jetzt gehen wir mal rein, so richtig rein in die Staffel, Dennis. Was ist denn, willst du mal vielleicht ganz zu Anfang mal sagen, was so dein allererster Eindruck ist nach dieser Folge? Ich weiß nicht. Also wir haben so ein paar Stereotype in diesem Camp. Es gibt so ein paar Überraschungen, die hätte ich anders eingeschätzt. Ich habe direkt Leute, was nicht ins Herz geschlossen, aber zumindest finde ich sie grundsympathisch und machen mir Hoffnungen. Es wurde sehr viel geschrien und es gab den kurzen Moment,
ich entschuldige dich mich bei dir und oh ja, ich nehme das auch an. Und ich hatte gesagt, oh nein, die versöhnen sich alle direkt wieder. Nein, zum Glück nicht. Es war ein Geschrei. Ein einziges Geschrei. Positives, negatives, wurde geschrien. Es ist Schreien. Schreien ist das Ding. Also man kann jetzt natürlich nach der ersten Folge nicht zu viel sagen, aber ich habe große Hoffnung. Ich habe große Hoffnung, dass das wieder eine gute Staffel werden wird. Die Ansätze sind da. Auf jeden Fall. Und ohne jetzt zu sehr, wir gehen gleich mal durch die Charaktere, so ein bisschen, was wir so aufgenommen haben, aber ich glaube, Claudia Effenberg kann uns noch viel Freude schenken. Ja. Und zwar, also das war jetzt ja schon so ein bisschen genervt und rotzig, aber die soll halt mal einfach 4 Tage wenig zu essen kriegen. Ich glaube, dann wird die unausstehlich. Ich freue mich wirklich drauf. Aber bevor wir das machen, Dennis, müssen wir über den Elefanten im Raum reden. Ja. Den neuen, also den ausgetauschten. Der dritte Moderator an Sonderzitlos Seite, Jan Köppen. Ja. Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, ich bin mir gerade unsicher. Wollen wir nochmal alle abholen? Also es gibt ja Leute, die gucken das nicht und hören hier nur diesen Podcast. Ne? Wird uns immer wieder zugetragen. Daniel Hartwig, der das schwere Erbe von Dirk Bach antreten musste, nachdem er verstarb, verstarb und das echt gut gemacht hat und wir ihn über die Jahre auch sehr ins Herz geschlossen haben, hat aufgehört. Weil ich glaube, seine Kinder oder das älteste Kind jetzt schulpflichtig ist. Und es ist einfach stressig für irgendwie, weiß nicht, 3 Wochen abzuhauen im Januar. Genau, 3 Wochen im Januar nicht da, ist halt irgendwie so ein bisschen ungeil, wenn man Familie hat. Und da hat er gesagt, lässt er jetzt sein. Und jetzt brauchten die einen neuen. Wir haben auch ein Extrablatt mal veröffentlicht und haben uns ausgesprochen für eine Personalie, die mal wieder nicht gewählt wurde, aber mutmaßlich immer noch an der Produktion irgendwie beteiligt ist. Aber jetzt ist Jan Köppen geworden, sowas wie RTL Allzweckwaffe 2.0 neben Daniel Hartwig. Der moderiert irgendwie so alles weg. Ich merke gerade, du fandst ihn nicht so gut, seinen Einstand. Gut, es ist underwhelmed, tatsächlich. Er ist noch sehr zurückhaltend. Ich weiß nicht, ob er versagen wird oder vorher seine Haare versagen werden. Also diese Frisur ist sportlich in diesem Camp tatsächlich. Ja, es ist so ein bisschen, das ist halt noch so eine Steifheit in der Moderation. Das ist halt, ganz ehrlich, ich finde ihn schon mal bei der Dating-Show, die er moderiert, finde ich den so erzwungen, er ist einfach so steif. Er wird einfach nicht locker. Moment, wir müssen mal ganz kurz vom Pfad abgehen. Und ich möchte dich fragen, die Dating-Show, die er moderiert, Dennis, hast du die geschaut in Vorbereitung auf das Dschungelcamp oder hast du die einfach geschaut? Die habe ich tatsächlich einfach mal so geschaut. Und zwar ist es die Sendung, ich guck mal, Take Me Out. Nee, genau, Take Me Out. Die habe ich so gesehen tatsächlich, einfach zufällig im Fernsehen. Und sie hatte so einen gewissen Vibe. Aber, oh Gottes Willen, rat mal, wer jetzt Take Me Out moderiert. Der Murmelkönig. Ja, natürlich der Murmelkönig. Nein, Gott. Das ist halt RTLs Allzweckwaffe Nummer 3. Ach du Scheiße, ey, dann hören wir auf. Also wenn der das Dschungelcamp moderiert, dann hören wir auf. Ja, dann hören wir tatsächlich auf. Nee, also, keine Ahnung. Er ist halt, ich sehe es gerade, weißt du, wo er angefangen hat? Bei Viva? Und ist dann zu Wieso gegangen, zum ZDF. Und irgendwo dazwischen ist er hängen geblieben. Wirkte mich. Ja, so ein bisschen Wieso-Gesicht hat er auch, ne? Das ist tatsächlich so, würde ich auch sagen. Mir wurde von der Seite immer zugeraunt, mir kommt das so vor, als hätten die einfach versucht, einen Hartwig-Klon da einzubauen. Und so ein bisschen, ich finde, so ein bisschen stimmt das auch, denn also er ist die Figur von Jan Köppen, auch das wurde mir zugeraunt von der Seite, ist nicht ganz so unförmig wie die von Daniel Hartwig, aber das Hemd auch vielleicht eine halbe Nummer zu groß und auch über der Hose, also der Kleidungsstil ist ähnlich. Einzige Änderung, jetzt glaube ich, der oberste Hemdknopf ist zu. Das habe ich gesehen. Aber ansonsten optisch schon irgendwie ähnlich. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Frage ich dich jetzt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es ist halt, er ist einfach nicht locker, so.
Und das ja, kommt. Aber weißt du, warum ich das nochmal festmache? Er hat einen DJ-Namen, weil er ist auch natürlich, er blickt auf. Rate mal seinen DJ-Namen. DJ Copacabana. DJ Cope. Oh Gott. er wirkt halt einfach als er 20 Jahre älter, aber in einem Körper ist es halt schon, er hat so Benjamin Button-Vibes tatsächlich. So. Der Landrat vom Landkreis Wittmund übrigens, aus dem ich ja komme ursprünglich, der hat früher auch in Diskotheken aufgelegt und hatte den Künstlernamen DJ Seven. Und damals wurden Diskotheken noch mit K geschrieben. Ja, absolut. Okay, sorry für das Abschweifen. Wir müssen uns auch wieder ein bisschen eingrooven. Wir haben es ja ein Jahr lang nicht gemacht. Wir müssen langsam wieder reinkommen. Ich fand Jan Köppen war okay. Also der hat nicht gestört. Ich hatte Angst, dass der stört, aber er hat nicht gestört. Ich fand das ein bisschen zurückhaltend. Ich fand diese Einführungsgags ein bisschen lahm. Also das mit der, weiß ich nicht, das mit der großen Hafenrundfahrt. Ja. Keine Ahnung. Das ist da war der einzige tatsächlich der Gag, dass da halt die dann den RTL-Jingle gespielt haben, weil da dachte ich mir, okay, ja, das ist. Genau, das war gut, da musste ich auch lachen, aber dass er sich danach dann irgendwie auf so ein komisches Sitzkissen hat setzen müssen, ist ja nur, also jeder, der mal sowas mitgemacht hat, bei der Musterung zum Beispiel, da muss man sich ja nicht auf dem Sitzkissen. Egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind noch ein bisschen zurückhaltend, was Jan Köppen angeht. Genervt, so genervt wie Dennis bin ich aber nicht. Und ich nicht genervt, es ist tatsächlich einfach nur so verpasste Chance vielleicht. Aber ich, wie gesagt, ich gebe ihm noch Zeit, ich gebe ihm definitiv diese Staffel, ich gebe ihm definitiv auch nächste Staffel und danach entscheide ich mich nochmal final. Aber es ist halt einfach so ein bisschen Sonja Zieglos. Du gibst ihm jetzt zwei Staffeln Zeit, hast du gerade gesagt. Ja, so wie Daniel Hartwig. Also Daniel Hartwig war in der ersten Staffel auch noch relativ. Das ist sehr interessant. Ich gebe ihm eine halbe Staffel. Ne, warum? Der muss mich jetzt kriegen. Lass mal übergehen zu den Stars. Also in riesen Anführungsstrichen, wir sprechen, wollen die nicht immer mitsprechen. Ist ja viel passiert, ne? Für so eine erste Folge, finde ich. Es gibt schon die ersten Streitereien, es gab auch wieder irgendwie Versöhnungen, es gab Rumgezicke wegen du isst kein Fleisch. Bist du irgendwie, bist du komplett bescheuert und, die übliche Diskussion um die Betten, natürlich. Die Betten-Diskussion, die auch schon echt gut passiv-aggressiv gestartet ist. Ja. Also, das ist das, was ich meinte. Ich habe Hoffnung, dass es ein gutes Camp wird. Mir scheint die Zusammensetzung der Charaktere gar nicht schlecht gecastet. Wollen wir mal einfach so durchgehen? Ja, machen. Cecilia. Ist gar nicht so sehr aufgefallen. Ja, ist einfach nicht da. Genau, ist nicht da. Ist halt die Playboy-Kandidatin. Mal schauen. Keine Ahnung. Ich habe keine Einschätzung. Muss man ein bisschen mehr Zeit geben, ob sie überhaupt noch stattfindet. Mal schauen. Tessa? Fand ich sehr, sehr interessant. Fand ich zur Hälfte ganz sympathisch. Und die andere Hälfte war total so mal, Mädel, komm, lass einfach gut sein, Ruhe, bisschen ruhig, einfach Kopf zu machen, dann wird alles gut. Hat's dann auch an einigen Stellen irgendwie schlimmer gemacht. Vielleicht mit Absicht? Kann man das jetzt schon spekulieren, sagen? Also, ich weiß es nicht. Es wirkt auf mich so ein bisschen so, als hätte sie einfach fiel ihr die Selbsteinschätzung, wann sie selber laut ist, wann sie so ein bisschen eskaliert. Sie nimmt Dinge scheinbar sehr schnell persönlich und kann auch scheinbar auch nicht so richtig lesen, wenn andere Leute sagen so, ey, hier passt kurz mal auf, wir machen das, dann das. Und dann fühlt sie sich direkt auf sich bezogen. So viel zu meiner fachlich-medizinischen Einschätzung als Erfahrungsmediziner. So wie ich Erfahrungsjurist bin. Genau. Du sprichst auch schon an, ne, Mediziner, und da ging es ja auch direkt, es ging ja echt schon auch zur Sache, ne, so mit Schwerbehinderung und so, und ein Leiden wird vor das nächste geschoben und wer darf jetzt das Bett irgendwie kriegen und so. Das ist schon ein bisschen sehr früh für so eine Staffel, ne, dass man versucht, sich mit sowas gegenseitig zu übertrumpfen.
Ich möchte nochmal anmerken, also der Grad der Behinderung, er wird zwar gerne als Prozent bezeichnet, es ist kein Prozent, du hast eine Gradbehinderung von X, von 60 zum Beispiel, wie Tessa. Und ich glaube, ab 70% bist du erst schwer behindert, ne? Und vorher kannst ab du... Ab 50, glaube ich, ab 50 tatsächlich, dieser Grad der Behinderung hat ein paar quasi Vorteile. Knallhart recherchiert, oder? Ja, schon wieder. Wir haben alle rechtlichen Grundlagen vorher nochmal abgeklopft, damit wir euch das hier echt jetzt... Und es, also wenn du 100 hast, heißt es nicht, dass du quasi 100% behindert bist, sondern es sind einfach verschiedene Stufen, an denen dir quasi der Staat einfach Erleichterungen gibt. Sei es steuerlich, sei es im Arbeitsrecht, dass du schwieriger gekündigt werden kannst, dass dich um dich gekümmert werden muss. Und Menschen können halt quasi einen Grad der Behinderung von 50 haben und das kannst du nicht vergleichen, weil es wird einfach individuell festgelegt, was du kannst, was du leisten kannst. Ist vor allem aus so einer Leistungsperspektive vor allem gedacht. Daher ist das auch irgendwie entstanden, ist sowieso, wie erwerbsfähig du bist. Entsprechend ist jemand, kann halt jemand sein wie Claudia Effenberg mit ihrem Fuß, kann auch ohne Probleme. Und es gibt dann so Eingliederungshilfen und genau. So, ne? Claudia Effenberg kann halt mit ihrem Fuß auch ohne Probleme einen Grad von Behinderung von 40 haben oder 50. Und könnte, wir wissen es nicht, genau, nicht so viel spekulieren. Aber ab 30% kannst du halt die Gleichstellung beantragen. Und am Ende deswegen ist dieser, weiß nicht, dieser, ich weiß nicht, Schwanzvergleich, der da kurzzeitig drüber abging, wer behinderter sei. Das war schon, aber insgesamt muss man schon sagen, das war schon das unterhaltsamste Stück überhaupt, weil das auch immer so ein bisschen abglitt in so eine, also erstmal, das war tatsächlich so eine Art Schwanzvergleich, aber dann kam auch immer direkt so eine, so hat man noch versucht, mit so ein bisschen Wokeness abzuglätten und das passte einfach hinten und vorne alles nicht zusammen. Das stimmte einfach gar nichts. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Du sprichst an Wokeness. Mir hat tatsächlich Tessa in manchen Formulierungen an Linda erinnert. Von unserer damaligen letzten Staffel. Ja, absolut. Das Problem ist nur, Linda ist eine hochintelligente Person. Und leider auch eine sehr manipulative Person. Sie wusste halt ganz genau, mit welchen Wörtern kann sie was erreichen und wann ist ganz sinnvoll, mal eine Wokeness, in Anführungszeichen, also einfach bestimmtes Rausstellen von einfach schlechtem Verhalten und was man halt nicht tut, auch gegeneinander einzusetzen. Das hat Tessa manchmal, aber sie kann es halt irgendwie nicht durchziehen und verliert und es ist halt so ein bisschen, sie hat die Begriffe, aber sie hat die Konzepte dahinter nicht verstanden. Das ist so mein Eindruck. Und sie ist tatsächlich die einzigste im Camp, die gendert. Das ist mir auch aufgefallen. Ich weiß nicht, ob sie die Konzepte nicht verstanden hat. Ich glaube, da bist du ein bisschen hart mit ihr. Ich glaube, sie hat das schon verstanden. Das, ja. Sie war ja auch nicht die Einzige, die so ein bisschen versucht hat, bedacht zu sein. Aber das passte halt alles nicht zusammen. Ja. Das war halt alles so Flickwerk irgendwie, nicht so aus einem Guss. Also es waren halt mehr Insta-Kacheln als kohärente Theorie. So, ich würde, die nächsten beiden würde ich einfach mal zusammen durchsprechen. Gigi und Cosimo ist da irgendwie... Da tust du aber Gigi einfach unrecht tatsächlich. Ja, ich finde, ich halte Gigi halt für einen schlechten, Philipp-Klon, also der König des letzten Jahres. Haben wir vorhin schon ganz kurz angerissen, als wir noch nicht aufgenommen haben. Aber ich finde, der ist so ein bisschen, der versucht so ein bisschen trottelig zu sein, aber der kriegt es nicht richtig hin, irgendwie. Weil man merkt, dass er wirklich doof ist. Und Cosimo ist halt von allen guten Geistern verlassen. Also zu Gigi habe ich ja schon meine Working Theory, meine englische Wörter sind ja sehr beliebt in diesem Camp mittlerweile, schon vor der Sendung ausgetauscht. Ich habe das Gefühl, man merkt bei ihm eine gewisse Unsicherheit und vielleicht ist auch eine gewisse Introvertiertheit. Und er neigt dann dazu, tatsächlich die komplett quasi ins Gegenteil zu überspielen, in so einer krassen Extrovertiertheit. Und das merkst du immer dann, wenn er plötzlich ruhig wird und seine Körperhaltung ist sehr in sich dann gekehrt und merkst halt so, okay, der versucht gerade sehr viel dann zu überspielen mit diesem, oh wow, da und aber der ist absolut unsicher. Ein Philipp hingegen letztes Jahr, sagen wir es mal so, der hat seine sozialen Stärken, würde man glaube ich freundlich formulieren, in Zeugnissprache. Es war eine sozial starke Person. So. Ja, dafür ist aber noch ein bisschen kurz. Das könnte Gigi auch noch hinkriegen. Aber so was ich damit sagen wollte, ist tatsächlich, dass
bei Gigi vielleicht einfach ein bisschen, da könnte mehr dahinter stecken. Weiß ich nicht. Ich glaube, da bist du. Glaube nicht, da dass bist das richtige. Zu freundlich. Ich glaube aber nicht, dass das richtige Format dafür ist, um, weiß nicht, seine Introvertiertheit oder seine Unsicherheit zu überwinden, tatsächlich, in diesem Format. Gigi ist für mich ist das hier Philipp auf Wish bestellt. Sagt man das eigentlich noch? Ist das noch legal? Ja, der Einzige, der auf Wish bestellt, ist Cosimo. Also, tut mir leid, ist er. Also, wenn du Klischee hast über das prototypische italienische Klischee aus deutschen Filmen der 90er Jahre. Und nee, ich würde sagen, der ist eigentlich die fleischgewordene Family Guy Parodie eines Italieners. Ja, wenn du das alles in Fleischmasse kippst und in sehr viel Fleischmasse. Dann 110 Kilo. Nein, 107. So. Da legen wir Menschen mit mehr auch Wert drauf, weil das macht einen Unterschied, die 3 Kilo. Ich habe die ganze Zeit Babande Bupi gedacht und dann diese Family Guy Szene, weißt du, Peter sich einen Schnauzbart stehen lässt und sagt, einfach behauptet, er wäre jetzt Italiener und könnte irgendwie in einem italienischen Laden Salami kaufen, indem er einfach Babande Bupi sagt. Ja, es ist, Cosimo ist laut in so einem, ja, ich weiß es nicht, also. Also, was aber schon witzig war die Schmuggelgeschichte, ne? Ja, das war schon. Den halben Supermarkt, den man reingepackt hat. Hier noch ein Fun-Titbit, habe ich nochmal rausgesucht. Und die Banane in der Hose war das Allerbeste. Ja, das war ein super Gag. Also Banane, es war auch sehr gesund. Viel besser war einfach der Käsesnack. Das ist ja kein Käse, das ist ja nur ein Käsesnack. Ja. Das ist also eins der Produkte, wenn ich denke so, du bist fucking Italiener und du kaufst dir Fake-Käse. DJ Tomek, wir erinnern uns, der ist ja irgendwann mal rausgeflogen wegen so Nazi-Kram. Der hat nur 2 Tranchen bekommen. Der hat tatsächlich probiert, damals Wodka in der Wasserflasche zu schmuggeln. Das war noch kreativ. Vor allem Wodka. Ja. Naja. wir werden sicher mit dem nochmal Spaß haben. Mal schauen, wie lange seine Sonnencreme hält. Das ist dann ja auch noch so ein Ding. Kommen wir zu Lukas und warte, hörst du das? Ja. Hörst du das? Ja, du klatscht. Nee, ich klatsche nicht. Ich klopfe mir selbst auf die Schulter. Ach so. Weil ich nämlich einfach das sehr gut vorhergesagt habe. Lukas wird einfach wahnsinnig langweilig sein. Er betrachtet das als professionellen Gig, den man halt einfach abarbeiten muss. Ja. Und dementsprechend ist das so. Es gab halt den sehr Moment, wo es vielleicht ein bisschen aufpopseln könnte, als er irgendwie mit Claudia Effenberg zusammensaß und sie so leicht gackerten. Das könnte was werden vielleicht. Vielleicht kriegt Claudia Effenberg aus ihm was raus. Und vielleicht... Er heißt Cordalis. Seine Ahnen kommen aus Griechenland. Er hat aber in die Pfalz geheiratet und eigentlich muss man auch ganz klar sagen, ihm fließt jetzt Schwarz-Rot-Gold durch die Adern. Ich finde, viel mehr Allmann kann man gar nicht sein. Ja, er ist überintegriert, wie es so schön heißt. Also, das ist ja wirklich komplett harmlos und nett und irgendwie versuche so ausgleichend zu sein. Ein bisschen gelästert hat er mit Claudia. Ja, weißt du warum? Warum? Weißt du warum? Die sind eine Kohorte. Claudia ist 2 Jahre älter als Lukas. Ja. Man sieht's nicht, es ist aber so. By the way, Claudia Effenberg, können wir einfach direkt zu ihr gehen, ist tatsächlich mein Sympathiekandidat. Dieses herzhafte Lachen, dieses Westfälische, was da immer durchkommt. Einfach. Ist sie Westfalen? Ist es so? Sauerland. Sauerland ist auch Westfalen. Ja, Sauerland ist. So. Sie ist geboren im Westen, Sauerland. Auf jeden Fall. So. Habe ich nachgeguckt. So wie Friedrich Merz. Ja, aber das ist da ist. Ich glaube, Friedrich Merz ist in dem traurigen Teil vom Sauerland geboren und aufgewachsen. Und Claudia Effenberg im herzlichen Teil. Einfach eine absolute Herzlichkeit, dieses Gackern, das Lachen, ständig ist irgendwas witzig. Ich finde das super. Gleichzeitig weiß ich auch, das wird sie nicht ewig durchhalten. Ja. Von der versprechen wir auch, also ich meine, das haben wir ja vorher auch schon gesagt, aber von der versprechen wir tatsächlich auch viel, vor allem dann, wenn sie nicht mehr kann, wenn sie irgendwie nicht mehr sozusagen Herrin ihrer Sinne ist, sondern einfach nur noch reagiert. Ich glaube, dann wird's richtig unterhaltsam.
Ja, Verena Kehrt hat kaum stattgefunden, ist entsprechend auch nur ein bisschen Abbild ihrer bisherigen Karriere, dass es halt vor 20 Jahren der Peak da war und der kommt jetzt auch nicht mehr wieder. Ja, ist halt, also, aber ich würde sagen, ähnliche Allmann-Kategorie wie Lukas. Ja. Die passen ganz gut zusammen. Papis, ja, also eigentlich auch so wie vorhergesagt. Ja. Macht da, also ist jetzt nicht irgendwie, fällt nicht groß auf und will halt, glaube ich, hauptsächlich nur bekannt werden im Fernsehen, ja. So wirkt. Julina, ja. War auch da. Ja, eben. Aber hat jetzt auch nicht keine Ausschläge irgendwie nach oben oder unten. Nö, sie war halt, glaube ich, das erste, weiß nicht, Opfer ist vielleicht das falsche Wort von Tessa, aber Gegenspieler. Aber es hat irgendwie für genau 5 Minuten angehalten. Und dann wurde gekuschelt. Oh, da habe ich schon wieder. Das sind diese Webmenschen unter sich. Da dieses, die Influencer unter sich. Da bekriegt man sich nicht gegenseitig. Man ist ja in einem Boot. Markus ja. Hat mich persönlich stark enttäuscht. Stark enttäuscht. Da war nicht viel. Ja, er hat vor allem wirklich eine Handy-Attrappe mitgenommen und nicht versucht, ein echtes Handy mit reinzuschmuggeln. Chance vertan, würde ich sagen. Ja, wir haben ihn, glaube ich, einfach, weiß ich nicht, lockerer, lustiger, whatever. Der hatte einfach 15 Jahre lang ein normales Leben zwischen den 80ern und heute. Das 15 Jahre zwischen den 80ern und heute, Dennis, das kommt nicht auf. Rechne bitte nach. Für mich existieren die Jahre zwischen 2000 und 2010 nicht. Ich habe quasi. Die 90er sind für mich 10 Jahre her. Und das werden sie auch in 20 Jahren sein. In 20 Jahren werde ich sagen, die 90er sind nur 10 Jahre her. Das ist meine Fusionskraft. Wir machen jetzt so eine Rechnung, machen wir jetzt nicht auf. Ich habe nämlich neulich auch schon was Komisches gemerkt. Lassen wir jetzt lieber sein. Oder wir sagen es einfach. Dennis? Ja. Wir haben 2023, Schrei nach Liebe von Die Ärzte wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. Erinner dich mal zurück, so an das Jahr 2000 oder so. Da dürftest du 10 gewesen sein? Ja. So. Da hast du ja schon sowas wie Musik wahrgenommen. Ja. Erinnere dich mal an Musik, die 30 Jahre alt war, 2000, von 1970. Stehst du, da sind wir jetzt. Ja. Das hab ich wollte es gar nicht sagen, ich hätte es doch gesagt, egal. Also Markus hat sich selbst ganz gut schon definiert und ich glaube, dabei wird es auch bleiben. Genau. Er hat nämlich immer mal gesagt, ach, ich bin Camping gewöhnt. Ich glaube, das wird jetzt so ähnlich. Und so nimmt er das auch einfach an und der macht das jetzt einfach. Und deshalb wird es bei dem auch nicht keine richtigen Ausschläge nach oben oder unten geben, sondern er macht das jetzt irgendwie. Das ist halt irgendwie so Camping. Naja, ist halt, ich wollte gerade sagen, das ist der Typ, der einfach jeden Sommer für 6 Wochen oder 8 Wochen campen geht im Urlaub. Ja, da geht der Jahresurlaub. Mein Gott, ja, dann geht man jetzt mal auf den Donnerbalken, das ist doch nicht schlimm, da kann man jetzt auch mal irgendwie das Geschirr hier abwaschen. Das ist in 2 Wochen wieder vorbei, aber das ist doch irgendwie ganz nett, das Wetter ist doch schön und irgendwie es riecht gut und mit Natur oder so. Ja. Außerdem mit der Natur verbunden ist Frau Palaschke, Frau Urkraft, die so ein bisschen abgedreht kam und dann auch irgendwann weg war. Scheinbar mit der Natur vereinigt und dann noch nie wieder mehr gesehen. Sie hat geweint nach dem Absprung. Also die Gruppe war ja wieder geteilt. Ne? Ein Teil der Gruppe musste eine Dschungelprüfung machen, eben über dieses komische Band da kraxeln und Sterne einsammeln. Und die andere musste wieder abspringen mit so einem Tandem-Fallschirmsprung. Sie ist Tandem gesprungen und hat danach erstmal geweint, weil alles so schön war. Ja. Ja, ist halt anstrengend, aber mehr auch nicht. Ja, genau. Sie wird, also im Zweifel wird sie, ja, erwarte ich auch exakt nichts. Ja, ich hoffe, dass sie nicht so eindimensional bleibt, aber wahrscheinlich dann doch eher schon. Zumindest eindimensional in dem, was uns als Zuseher oder hier Zuseherinnen
des Podcasts insgesamt und uns beide als Zuseher hier für den Podcast interessiert. Ja. Die Ersatzkandidatin für Martin Semmelrogge, Damilia Rowe, das quasi ein prototypisches Luder, neben quasi dem Gesicht auch jede Form von Emotionen weggebotoxt. Wie sie manchmal an einfach Sachen so, also in diesem Flugzeug da saß und einfach null, nix, keine Regung gezeigt hat. Also ja, klar, es geht physikalisch nicht wegen Botox, klar, aber da war nichts. Da ist einfach eine Leere. Ja, da ist nicht nur vor der Stirn nicht so viel Action, sondern auch dahinter irgendwie nicht, ist mein Eindruck. Aber immerhin, und das muss man sagen, ist sie halt eng verknüpft mit dem jetzt schon abzusehenden Running Gag der Staffel. Nämlich, dass Martin Semmelrogge immer noch in Doha ist und damit schon länger als die deutsche Nationalmannschaft in Katar war. Bei Frau Rowe habe ich auch nicht mal den Eindruck, dass sie sehr auch an Streit oder so interessiert. Ich glaube, die ist einfach, also eine Altersmilde meine ich zu erkennen. Ich glaube, das verwechselst du mit Stumpfheit. Das kann auch gut sein. Aber ich, also tatsächlich werden wir sie nicht in den großen Konfliktlinien sehen, sondern sie wird einfach da sein. Ja, genau, die ist halt da, also wie Verena Kehrt, nur anders. Ja, genau. Aber dabei ist Frau Rowe tatsächlich für mich so inhaltlich auch interessant, weil sie ist, war halt eins der Protagonisten so meiner Erwachsenwerdenzeit. So. 2005. Du zehrst heute noch von der Affäre mit Foffi. Ja. So. 2005 war die Welt noch in Ordnung. So. Ah ja. Ja, das ist soweit unser Kandidatinnenfeld tatsächlich. Hast du jetzt spontan nach dem Schauen der ersten Folge, hast du irgendwie vielleicht sogar schon Favoriten ausmachen können? Claudia Effenberg weiterhin oben. Julina könnte die Überraschungskandidatin sein. Also klassisch, also Top 3. Könnte halt Dritte werden tatsächlich. Lukas Cordalis hat so ein bisschen abgenommen, die Aktien. Aber weiterhin ist das so meine Top 3 gerade tatsächlich. Aber er hat ja in der Vorschau vorher gesagt, es wird immer so eine Überraschungskandidatin geben. Und da ist tatsächlich Julina tatsächlich gerade auf diesen Spot gefallen. Die halte ich für zu normal. Ich glaube, da. Ja, aber es ist, aber in der Top 3 war immer ein normaler dabei tatsächlich. Der einfach so durch eine Grundsympathie, durch einfach auch Arbeitswillen einfach zeigen, ich kann das, jetzt irgendwie bei der Essensprüfung hat sie es gegessen, zieht die Nummer einfach durch und ist einfach solide und ruhig, aber trotzdem irgendwie grundsympathisch. Und mit diesem Set kann man ohne Probleme in die 3 reinkommen. Ich glaube, Tessa hat große Chancen, wenn sie sich zusammenreißt. Also nicht. Das weiß ich nicht, aber. Und der Normalo könnte ich mir eher Markus vorstellen. Tessa jedenfalls werden wir tatsächlich, glaube ich, jetzt leider wieder in gefühlt jeder Dschungelprüfung sehen. Das Dauerabo scheinbar abgeschlossen worden. Ich bin kein Fan davon. Ich glaube, RTL sollte immer noch die Regeln ändern, um eine Rotation reinzubekommen. Also absolut. Klassische hier Hitshow-Paraden-Regel, nach dreimal gewählt, nicht wieder wählen, bitte. Ja, ich finde auch, man könnte sogar direkt sagen, gewählt und dann muss halt beim nächsten Mal jemand anders. Das finde ich, wäre völlig gerechtfertigt. Und Damilia Rowe darf irgendwie scheinbar nicht in die nächste Dschungelprüfung, weil, weiß nicht, weil wegen den Lippen sie Auftrieb hat oder was. Sie weiß selber nicht, warum. Ja, das habe ich mir auch gewundert. Ja, also, das wird einfach irgendwie gewürfelt, oder wie? Ja, wer weiß, vielleicht hat sie ja Rücken oder so. Also sie kennt ja die Prüfung nicht. Also vielleicht hat sie ja was tatsächlich, dass da irgendwas ist. Ich kann mir tatsächlich bei ihr vorstellen, dass sie Rücken hat. So, also das, was man sich ja quasi an so Brust-OPs reingemacht hat, das hat ja Auswirkungen auf den Rücken tatsächlich. So. Die nächste Dschungelprüfung wird übrigens Canale Grande sein und es darf Tessa reingehen, das hat es gerade schon angesprochen. Canale Grande ist diese, man kriecht halt durch irgendwelche Schächte und da ist ein bisschen Wasser und hier ist irgendwie eine Schlange und da ist irgendwie was anderes und da muss man Sterne abschrauben, so das Übliche, was man so kennt. Aber eine Dschungelprüfung gab es ja schon.
Und es war, wie immer, eine Fressprüfung. Ja. Und ich muss sagen, und das gilt eigentlich für uns beide, Fressprüfungen mögen wir eigentlich nicht so gerne. Nee, mögen wir nicht. Diese hier fand ich aber ganz lustig. Sie war in der Tat sehr lustig, weil das Essen war gar nicht so eklig so insgesamt. Es ist einfach von der Textur, glaube ich, unangenehm. Aber also Zunge ist einfach unangenehm. Alles andere, beim Auge war ja zum Glück die Pupille draußen, oder was war es? Die Linse. Was einfach unangenehm ist. Also es ist, glaube ich, erst so ein Texturproblem, ist, glaube ich, nichts Ekliges. Glaube ich, das Ekligste war tatsächlich, war dieser Stinketofu mit der Kotzfrucht, weil tatsächlich Kotzfrucht riecht einfach sehr, sehr unangenehm. So. Ja, aber ich glaube, das war das Einfachste. Meinst du wirklich? Das ist halt, der sind Europäer einfach nicht gewohnt. Ja, okay. Das ist in Asien, also nicht überall, Asien ist groß, ne, klar, aber es gibt asiatische Länder, in denen ist Durian einfach eine Delikatesse, ja, und wird gegessen. Und der Trick scheint so zu sein, dass man einfach nicht schnuppern darf. Man muss es einfach essen. Genau. Man muss es einfach essen. Und das haben die halt nicht fertig bekommen. Das hat Julie vorher nicht hinbekommen. Ja, das war schon ein bisschen peinlich. Der hat ja schon beim Zähneputzen fast gekotzt. Ja. Oder war das Cosimo? Nee, es war Gigi tatsächlich. Der Gigi, tatsächlich, genau. Scheinbar ein eher ähnliches Würgeempfinden hat wie ich. Ich tatsächlich würge auch beim Zähneputzen regelmäßig. Ich finde das tatsächlich, es triggert tatsächlich hart. Ja, also. Ich fühle das war, tatsächlich. Aber das war gar nicht der Punkt, sondern was ich so toll fand an der Fressprüfung waren halt nicht die Fresssachen. Ja. Das war mir alles ziemlich egal. Auch dieses, da gab es noch diesen, man wählt das eine aus und das andere geht dann an halt den nächsten Tisch weiter und der vorletzte Tisch bestimmt damit gleichsam, was der letzte Tisch bekommt, weil das nicht gewählt wurde oder so. Diese ganzen Mechanismen, die da eingebaut waren, waren mir auch völlig egal, genauso wie das Essen. Ich fand das Setting einfach nur so lustig. Es wurde so viel gegackert wie noch nie. Ja. Die Stimmung war einfach hervorragend und das hat mir so gut gefallen. Das fand ich wirklich richtig lustig. Zwischendrin auch noch dieser Tessa-Ausbruch, da liegen einfach Leichen. Da sind jetzt Schweine getötet worden, damit hier irgendwie so ein Penis rumliegt oder so. Das war so schön. Ich fand das so angenehm und das war, glaube ich, die liebste Fressprüfung, die ich in den letzten Jahren geformt habe. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Sie haben zwar alle gegackert und Tessa hat ja einen sehr krassen Monolog gehalten nach dem Motto, warum sie das jetzt nicht essen könne. Sie hat selber herzlich mitgelacht über die anderen, wie sie da rumgewirkt hat. Ja, klar, total. So. Genau. Wer auch tatsächlich quasi aus moralischen Gründen verweigert, war Jana, aber die hat relativ kurz gesagt, mache ich nicht und dann bei der Diskussion auch daran. Aber auch nicht warum, ne? Ist sie auch vegan? Habe ich mich kurz gefragt, weiß man nicht. Ich vermute mal, ich würde es tatsächlich vermuten, weil es quasi in ihre Ideologie passt. Ich würde es tatsächlich vermuten, sie ist, glaube ich, aber keine militante Veganerin. So. Da ist, glaube ich, sie anders unterwegs. Gut. Ich glaube, damit haben wir den Einzug jetzt auch halbwegs abgearbeitet. Ja. Und können euch in den Tag entlassen. Dennis, was kann man denn noch so machen? Wo hört man und wo liest man uns dann noch, wenn man jetzt gerade mal uns nicht zuhört? Wir begleiten die Sendung live mit auf Twitter. Die Plattform gibt es noch. Und wir halten da jetzt lange aus. Wir heißen da @dschungelpod. Und wir kommentieren dann die Live-Sendung, gibt es noch mal ein paar News, was es halt so gibt. Instagram. Aber petzt Markus Richter nicht, dass wir das. Ja, machen. Genau. Und sonst auf Instagram, nee, machen wir jetzt nicht da. Wir sind Twitter-Menschen. Das kommt uns mehr entgegen. Das klingt ganz, ganz, ganz schrecklich. ansonsten würden wir euch wie immer bitten, uns ein bisschen zu unterstützen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Also ihr könnt einfach so ein paar Sternchen drücken bei Spotify, uns weiterempfehlen oder uns Sterne geben bei Apple Podcasts. Auch sehr, sehr hilfreich, damit man uns weiterfindet. Oder aber, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch irgendwie ein paar Euro bei uns in den Hut werfen. Informationen, wie das funktioniert, findet ihr auf dschungelpodcast.de/unterstützen. Und ansonsten... Und an die es bisher getan haben, vielen, vielen, vielen Dank. Ja, richtig, genau. Richtig. Und dann hören wir uns morgen. Ja. Vermutlich ein bisschen später als heute. Erinnert euch an den Überziehungscounter. Es kann nur nach oben gehen. Oh ja.
Und dann muss man den Sonntag nämlich auch mal nutzen, um auszuschlafen. So viel, also, das ist mein Geheimplan. Dennis, damit seid ihr jetzt auch gesagt, Dennis, lass mal lieber Sonntag früh aufnehmen als noch morgen Nacht. Wir schauen mal. Bis dahin, bis bald. Tschüss. Was wird? Tschüss.